Familie habe ich mich sehr gefreut heute, weil wir das knallige Orange vorstellen. Knallorange ist genauso wie das Pink und das Rot. Es strahlt, drückt Wärme aus und Energie. Und da haben wir ganz ein tolles Thema von Marc Carell. Bei der Hanna den tollen Hoodie. Hoodies sind ja total im Trend. Und eine ganz leichte Strickhose, Jersey Strick von Moss Mosch. Ich trage heute eine ganz tolle Hose von Moss Mosch mit Goldkettchen. Der Herbst, der bringt ja wieder viel Gold und Wärme und so schaut das Thema natürlich ganz toll aus. Zu diesem Thema stelle ich euch den tollen Bläser von Moss Mosch vor. Gerade grün Karo kann ich mit mir erinnern, mit schwarz dran. Ich habe jetzt natürlich das tolle Orange drunter. Und die sind wunderschön tailliert, gehen bis Größe 44 und ist auch businesslike. Also würde auch mit der schwarzen Hose gehen und es würde genauso bei der Hanna die Strickhose dazu passen. Dann haben wir es ein bisschen casual und so schaut das Thema wunderschön aus. Von Opus gibt es wieder einen tollen Schal. Ganz kuschelig, wuschelig, weich und keine Wolle. Er kratzt und beißt nicht. Und bei der Hanna hätte ich dann eine ganz tolle Jacke. Gerade für draußen jetzt super daunen, warm, ein richtiger Wintermantel, sage ich einmal. Es ist wirklich die größte Auswahl jetzt da. Und der schaut bei der Hanna ganz super aus, hat wieder tolle Emblem, super Kapuze. Ari hat ein tolles Steppweste wieder im Programm mit ein bisschen Glitzer und ein Glamour und die kann man ganz toll über die Bläser tragen. Also man muss nicht gleich mit der Winterjacke losgehen, eine Steppweste geht für den Übergang und so fängt bei uns der Herbst an. Und jetzt einen kurzen Blick auf die Frieda Fredis Jacken. So, das ist wieder ganz ein anderes Orange. Und wie man weiß, die Familien in den Farbgruppen, die verändern sich ja extrem. Und wenn man ein besonderes Orange sucht oder ein bestimmtes Rot oder ein blaustichiges Gelb, dann tut man sich wirklich ein bisschen schwer. Aber in dieser Farbgruppe hat der Frieda Fredis ein ganz tolles Orange. Und die Hanna trägt einen Marc Carell Jogginganzug. Der ist wirklich, wenn man sagt, wenn man es fühlt, extrem weich, gut zum Tragen, ist eher was vom Alltag. Und da haben wir ein ganz tolles Monari-Shirt dabei mit Glitzer, ein Adler drauf. Und jetzt tragen wir noch die tolle Jacke von Frieda Fredis. Also ich trage die Übergangsjacke, die Hanna trägt das Wintermodell. Also wirklich warm wattiert und genauso zum Eisstock schießen. Also das kann man für alles tragen. Und mit diesem Outfit verabschieden wir uns dieses Wochenende. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich finde, das sind besondere Teile. Und wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt, dann sehen wir uns im Wir. Freut mich, bis zum nächsten Mal. Eure Silvia Autzinger.